Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die aktuelle Glossy Box. Und zwar ist das The Magical Masquerade The Truth Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es sieht echt spektakulär jetzt im Oktober aus, aber hey, es ist ja auch der Monat so von Halloween und so ein bisschen Verkleidung und so, ne? Finde ich total cool und super schöne Edition. Wow, wie wunderschön sieht bitte diese Box aus. Also das nenne ich mal extrem dekorativ. Das ist eine Sonderedition offensichtlich, also von der vom Boxendesign her, denn normalerweise haben wir dieses rosa Design. Die kostet pro Monat ab 12,50 Euro pro Box und ja, erscheint monatlich und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossybox-Team und meine Box, die im Abo kommt, die verlose ich dann immer. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich bin echt gespannt, was hier drin ist. Ich habe letztens erst den Glossybox Adventskalender mit euch zusammen ausgepackt. Bis ich spoilern lassen will, schaut gerne im i einfach mal vorbei. Ich entferne jetzt einfach mal den Deckel und ja, was ein geiler Deckel. Okay, wow. Okay. Wir haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das Glossy Magazin und The Magical Masquerade Edition erinnert mich hart an 50 Shades of Grey. Wir werden hier sicherlich einen roten Lippenstift drin haben, oder? Wie sicher ist das? Sehr sicher. Ja, wir haben ein Editorial drin, was ich euch einfach mal vorlesen werde, quasi was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Enthülle die Wahrheit hinter der Beauty-Maske mit der The Magical Masquerade Edition. Sagst du die ganze Wahrheit oder behältst du deine Beauty-Secrets lieber für dich? Naja, ich habe einen Beauty-Channel. Moin, hier erzähle ich ganz schön viel. Mit unserer brandneuen Edition im Oktober findest du es heraus. Sicher ist, hinter den Kosmetik- und Pflege-Highlights aus deiner Box im dualen Special-Design verbergen sich unentdeckte Beauty-Secrets, die deine tägliche Routine in ein spannendes Beauty-Spiel verwandeln. Denn zwischen Wahrheit und Geheimnis liegt nur ein schmaler Grat. Oh, dann kann es sein, dass es auch noch ein weiteres Design von der Box geben wird, ne? Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Enthülle deine schönste Beauty-Seite dank der Produkt-Must-Haves. In der Oktoberbox wartet... Oh, jetzt kommt Spoiler. Wartet eine der hocheffektiven Masken von... Das lese ich jetzt nicht vor. Ich weigere mich. Wir gucken jetzt das Video gleich zu Ende. Selbst wenn der Rest deines Make-ups hinter einer Kostümmaske versteckt ist. Zu guter Letzt lockt die tägliche Dusche. Im Magazin findest du außerdem jede Menge Tipps für deine Haar- sowie Hautpflege in der Übergangszeit sowie zwei Look-Inspirationen. Das finde ich klasse, dass die jetzt wieder mehr ins Heftchen reinschreiben, ne? Passend zu deinem neuen... Ganz schön viele Spoiler. Übrigens, cool, deine coolen Look-Ideen sowie deine Eindrücke zu Oktoberbox kannst du auf deinem Social-Media-Account teilen. Tagge uns einfach mit Hashtag glossybox-de. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Das finde ich toll. Okay, hier sind die Produkte aufgeführt mit Preisen. Hier haben wir dann verschiedene Look-Ideen, die uns über den Weg laufen werden. Ich hoffe auf dekorative Kosmetik, damit ich das in mein Full-Face-Beauty-Box mit reinpacken kann. Und ja, über den Adventskalender haben wir gesprochen. Was erwartet uns denn im November? Das kann ich auch mal kurz vorlesen. Beauty Desires Edition. Im November legen wir unser Augenmerk auf die elegant schöne Seite in uns. Softe, seidenähnliche Texturen, die deine Haut liebkosen und dekorative Must-Haves, die dein inneres Strahlen mit einem unwiderstehlichen Glow von außen unterstreichen, warten in unserer Glossybox im November auf dich. Boah, ist das ein langer Satz gewesen. Probiere dich schon mal durch die unterschiedlichen Looks durch, fühl dich wunderschön, sexy und mach dich mit deinen Ladies für die ersten Feierlichkeiten in Vorfreude auf die wohl schönste Zeit des Jahres bereit. Okay. So verleihst du dem rauen Novemberalltag einen sanft unterhaltsamen Beauty-Touch. Okay, da geht es dann hauptsächlich um Pflege. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jetzt gucken wir endlich mal in die Box. So schaut das Schätzelein aus. Ist mit einem Seidenschleifchen verschlossen. Und wir haben hier eine Maske drauf tatsächlich. Da kann man so Bändchen dran machen. Zum Beispiel dieses Bändchen. Und sich dann diese Maske aufsetzen. Ich habe tatsächlich letztens den einen Amorelie-Adventskalender geöffnet. War das in Amorelie? Ich glaube schon, verlinke ich mal im i. Da habe ich sowas in einer etwas originaleren Variante, um das mal so zu sagen. Ja, ich rieche mal kurz dran. Es kommt kein Duft raus. Okay, dann mache ich einmal den Klebi auf, der das Seitenpapier zusammenhält. Oh, oh,
Okay. Oh, wow. Oh, wow. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box und ich sehe ein Parfum. Wie geil ist das denn? Das finde ich richtig klasse. Und zwar ist das das S. Oliver Authentic Woman Eau de Toilette. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Die S. Oliver Parfums sind leider nicht so ganz meins, weil die nicht so lange bei mir halten. Die sind auch eher so sportlich vom Unterton her. Ich persönlich präferiere eher so weiblich-süßliche, schwerere Düfte. Ich meine, dass ich hiervon auch mal eine Probe hatte. Es kommt mir sehr bekannt gerade vor. Es ist aber richtig cool, ne, dass wir hier einfach mal ein Full-Size von einem Parfum drin haben. Ich kann euch mal die Duftnoten einblenden. Ich rieche jetzt natürlich nichts raus, aber ich werde das weitergeben. Das wird nicht bei mir bleiben, weil ich einfach weiß, ich habe genug Parfums, die mir sehr gut gefallen. Und das hier geht dann leider weiter, aber in der Theorie geile Geschichte, muss ich sagen. Und wenn ich mir nachher die Duftnoten durchlese und mir das zu sehr gefällt, werde ich es vielleicht doch behalten und dann in meinen Full-Face-Beauty-Boxen reinpacken. Ein Eau de Toilette ist das und eine Full-Size von einem Parfum läuft. Dann habe ich als nächstes von Josephine ein Lip Power Natural Matte Liquid Lipstick, oha, in der Farbe Glamorously Healthy. Das ist dieser hier. Da bin ich mal gespannt, welche Farbe das sein wird. Ob das wirklich ein Rot-Rot sein wird oder nicht. Oh, schön. Ich kann irgendwie, kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, ich habe den schon. Muss ich mir mal raussuchen. Aber der kommt mir gerade super bekannt vor, ne? Filou ist die Marke. Die Farbe. Ja, den habe ich schon. Das heißt, ich werde genau den dann in meinen Full-Face-Beauty-Boxen auch reinpacken in dieser Farbe. Ist erfreulicherweise aber ein schönes, dunkles Nude. Das gefällt mir und das finde ich klasse. Kommt dann auch, ins Full-Face-Beauty-Box mit rein. Diese, ne, Philo, das kam mir gerade so bekannt vor. Super, super. Dann habe ich hier von Hey Honey, Show Your Glow, Collodial Gold and Honey Beauty Mask, 20 ml. Ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche Maske ist, die wir mal in einem Pöttchen vor 2 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, im Adventskalender drin hatten. Kommt mir sehr bekannt vor, Anti-Aging. Werde ich aber mal ausprobieren. Denn die ich hatte, die war mir gekippt. Und deswegen war das nicht so. Die werde ich aber mal ausprobieren und dann kann ich euch, wenn ich die aufgebraucht habe, im Aufgebraucht-Video davon berichten. Ja, das ist genau die, ne? Weil die hat auch so einen Goldschimmer mit drin. Da sieht es ja aus, als hätte sie irgendwie Monetas SF. AF im Gesicht. Hammerhart. Richtig cool. Pflege finde ich, also Masken finde ich immer richtig toll. Jetzt ist auch so die Maskenzeit für mich, ne? Dann habe ich hier so ein Klopper-Riesenprodukt drin. Und zwar ist das von Kuishi Limited Edition Naturals. Okay. Vanilla Schauergel. Hallöchen, Popöchen. 200 ml. Ich mag Vanille. Moah, das ist so ein toller Duft. Und das passt jetzt auch einfach sehr gut in die sehr kalte Jahreszeit, wo man den Kamin anmacht und so, ne? Oh, das ist schön. Riecht man jetzt gar nicht so intensiv? Nee, es ist eher ein dezenter Vanilleduft. Das finde ich sehr, sehr charmant und cool. Wird ausprobiert, auf jeden Fall. Und dann haben wir als 5. Produkt etwas drin und das finde ich so cool. Habe ich jetzt schon mal so vielen anderen gesehen, die das neue Catrice-Sortiment vorgestellt haben. Die Mascara Lash Changer Volume Mascara Waterproof Stronghold Easy Removal. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Waterproof-Mascaren, weil die mir zu hart sind. Also die kriege ich einfach nicht runter. Und dann reißen die mir halt immer Wimpern aus und das finde ich blöd. Aber die soll hammermäßig gut sein, diese Lash Changer Geschichte. Und die kommt auch ins Full Face Beauty Boxen, hat ein tannenbaumförmiges Kunstfaserbürstchen. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf, ne? Also die wird ausprobiert und wir haben echt, also wenn man das Parfum zu dekorativer Kosmetik dazu zählt, dann haben wir 3 dekorative Kosmetikprodukte hier drin und 2 Pflegeprodukte. Sehr, sehr brauchbare Produkte. Das Ding ist bei der Glossy Box, dass wir im Heftchen auch drin stehen haben, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Produkte zu bekommen. Jeder hat wohl diesen Josephine Lippi drin. Bei der Maske gibt es auch noch die Alternative der Mutt Maske. Dann steht hier tatsächlich auch noch ein Pinsel mit drin, den ich hier aber nicht mit bei habe, den eigentlich dann wahrscheinlich jeder haben sollte. Ist bei mir nicht enthalten. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist, ne? Obwohl, nee, hier hat jeder seine eigene Seite. Nee, nee, Blödsinn. Dann gibt es bei dem Duschgel auch noch eine andere Variante, nämlich die Beeren-Variante.
Es hätte auch noch eine, Gott sei Dank habe ich die nicht, eine Zahnbürste, eine Bambuszahnbürste gegeben. Ein Haarspray, Gott sei Dank habe ich das auch nicht, weil ich keine Haare style. Von Aveo eine Haarmaske, das hätte ich cool gefunden. Eine O-Thermal Aven Mascara, auch das ist sehr interessant. Wonder Beauty Eye Mask. Beauty Pro Retinol an der Eye Patches, auch das wäre cool gewesen. Vom S. Oliver hätte es auch noch alternativ den Friendship Mint gegeben. Witzigerweise ist die Mascara von Catrice gar nicht aufgeführt. Okay. Ja, okay. Ist für mich aber eine gelungene Edition. Mir gefällt der Inhalt sehr und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!